So, weiter geht's heute mit SpongeBob und der Kampf um Bikini Bottom und wir sind immer noch am Start. Wir nerven gerade so ein bisschen die Roboter. Lass mich in Ruhe. Die Maschine ist nämlich hier oben. In der letzten Folge haben wir ein bisschen die Lagune erkundet und Juhu, wir haben einen Ballon. Nein, ich will eigentlich da. Oh, warum auch immer. Ich glaube, er braucht keine helfende Hand. Ne. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht so nach. Shit. Ach du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Autsch. Au, ich muss die scheiß Maschine töten. Ouch. Mein Gott, geh mir nicht auf den Senkel jetzt mit deinem Scheiß. Jetzt hab ich ihn weg. Oh. Oh, Glück gehabt. Ich hab gerade noch Glück gehabt. Nein, du gehst wieder zurück, du Arsch. Jetzt verstehst du gerade, an der Nummer. Nee, du drehst dich, ne? Nee, du gehst zurück einfach nur. Ja! Halt die Klappe jetzt endlich, ey. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja. Seht da irgendwas, was ich wissen muss? Nee, ist nur eine Socke, ne? Noch ein Pfund für Patrick. Die eine Socke muss können wir ja nicht holen, weil ja, egal. Oh, Alter. Ja, weil hier oben muss ich die Maschine und die muss ich irgendwie ran, weil sonst nervt mich die gerade die ganze Zeit die Roboter. Gerade Mr. Handsome hier. Ja! Ach, gib mir. Lass mich einfach jetzt in Ruhe. So, jetzt habe ich da auf der Nummer. Du gehst wieder runter, was? Lass mich in Ruhe! Geh mir noch, du gehst wieder! Ja, Ernsthaft, du gehst wieder runter, du Arsch! Du gehst runter, ich will dich als Roboter platt machen und das. Ne, ich nerv ein bisschen rum. Oh, ernsthaft, ey. Die gehen mir mit. Die gehen mir mit auf den Senk. Ja, hau ab von mir. Ja, super. Hau ab von mir. Stell dich auf den Senkel. Ja! Halt doch mal die Klappe jetzt! Meine Güte! Nein! Nein! Ich war auf der scheiß letzten Ring drauf! Lass mich in Ruhe jetzt! Das ist nicht wahr, ich komme nicht da hoch, oder was? Na, wieso komm ich? Der Mann, geh mir nicht auf! Wenn ich mir nicht, wenn mich scheiß Mr. Handsome nicht ganz auf den Senkel gehen würde. Oh,
Komm, nur mit Handy da hoch oder was? Schnauze jetzt! Mann! Jetzt ist diese Drecksmaschine nicht mal weg. Oh, ey. Fresse jetzt. Oh, ey. Alter Verwalter, was für ein Eckakt hier. Mit dieser Maschine. Und jetzt, ich sterbe. Ich bin wieder da, Maschine. Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini Bottom. 3 Jahre in Folge. Vielen Dank. So, Thema erledigt. So, das wird ja nochmal eine Checkpoint. Jawohl, ich habe einen Checkpoint erreicht. Muss ich jetzt einen Charakter wechseln oder wie sieht das aus? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh, super. Muss ich jetzt einen Charakter wechseln? Bin ich da rüberkommen? Sandy oder was? Ja gut, kann sein, ne? Dass ich jetzt das Handy wechseln muss. Patrick? Eigentlich weiß ich nicht, dass ich Patrick wechsle. Ich dachte, ich wechsle jetzt das Handy, aber auch gut. Und schau mal. Warte mal. So, muss ich überlegen. Hat sich ja voll gelohnt. Vor allen Dingen, ihr lebt unter Wasser, ihr Säcke. Und ihr habt direkt Spaß, aber ich habe wenigstens einen Checkpoint. Ich habe jetzt wenigstens einen Checkpoint. Ich muss jetzt nicht wieder bei Larry anfangen, vorne, oder? Ja. Aber hat das einen Sinn, dass ich Patrick nehmen muss? Drachen? Was wollt ihr von mir? Eieiei. Das ist ein Sinn irgendwie, ne? Zu kurz natürlich. Zu kurz! Wieder an diesem gleichen Ding. Also ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ich werde wieder auf zur Spongebob wechseln. Weil in erster Linie will ich mal. Aber lass mich raten, ich habe da oben diese scheiß Maschine immer noch. Die natürlich jetzt erstmal den Hansel hier. Ich kann nicht schwimmen. Ja, du kannst nicht schwimmen. Das ist sein Bedeutung. So. So. So, jetzt kommen wir her mit dem scheiß Kitty. Vier von fünf. Das ist so einfach, ist das gerade alles gar nicht. Ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da jetzt mal ewig in 3 Tage dran sitzen, aber. Oh, ich kann nicht schwimmen. Jetzt müssen wir die Aufgabe mit dem Kind erledigt. Klappe. Den müssen wir eh auslassen. Nein, nein, nein! Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nein! Nein, 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 nein! Verreck doch nicht ins Wasser! Geh doch nicht ins Wasser! Mann, warum? Immer mal nicht zu viel, wenn ich dann nächstes Jahr, du hast es dann am Ende. Ja, geil, nein, da hast du es nicht, weil da irgendwann noch passiert. Ich kann nicht schwimmen. Klappe. Jetzt irgendwie einen Sinn mit dem Drachen. Kuppelblase.
Alter. Wo ist das nur den Sinn, das scheiß Kind da zu holen, oder was? Hat sich gelohnt zu sterben. Okay, dann wissen wir, wie es scheitert. Muss ich ziemlich rechts, weil ich wollte nur dieses Kind haben. Dann haben wir bis der Puff auch die Aufgabe erledigt. Warte mal kurz, was sind die Eule? Ich bin wieder vorne, ne? Also jedenfalls haben wir die Kiddies gerettet. Das heißt, ich bringe mir jetzt Puff kurz mal die Aufgabe eben. Klappe. Klappe. Wissen die alle da vorne, ist die? Ne, da unten ist sie. Warte mal. Kusche Buchs. Oh, Mrs. Puff kriegt ihre Aufgabe. Du hast die Kinder gerettet. Tada! Nummer 18. Und damit können wir uns jetzt auf das andere Thema konzentrieren, nämlich auf das Thema mit den. Mit den Solarium-Dingern. Ach, ist super toll. Erlaubt euch schon. Klappe jetzt, Saum! Mein Gott, ey! Ist der Held so. Großer Schinken, den hab ich verstanden. Ja, das ist aber gerade unwichtig, weil wir machen nämlich hier weiter. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Kann ich mit den Dingern eigentlich auch da hoch? Fällt mir so gerade ein bisschen ein. Natürlich. Natürlich kann ich mit den scheiß Dingern auch da hoch. Ich muss mir gar nicht den ganzen Akt da machen. Klappe jetzt da. Oh, ey. Und ich arbeite mich da durch und hänge mich da durch und mache und tue und hast du nicht gesehen und dann kommt da so eine Idee. Hey, man könnte ja auch mit den Teilen da hochspringen. Ja, klappt doch wunderbar. Nein, aber alles gut. So, aber was hat das für einen näheren Sinn jetzt mit Patrick? Eigentlich. So, Mr. Dings hier, Mr. Geh wieder auf den Senkel. Aber das hat doch irgendwann näheren Sinn mit den scheiß Drachen. Also wir müssen jetzt mal hier rüber. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Da oben ist nämlich noch einmal so ein Flugding. Oder auch nicht. Wir verrecken erstmal. Ich bin bereit. Oh, ich kann nicht schwimmen. Fakt ist, wir haben die Aufgabe erledigt. Das ist erstmal das Wichtigste. Jetzt das Puff haben wir erledigt. Oha, Hilfe! Okay. So, lass mal hier mal kurz bei ihm einen Feuerspein. Gehen dann rüber und haben einen weiter. Warum auch immer. Checkpoint hat er recht. Ich habe gehört, dass du goldene Pfandbänder sammelst. Ja, ist ja jedenfalls schon, ja. Ja, Kumpel Blase, das stimmt. Hast du einen gesehen? Kanone oder was? Ja, habe ich. Wir hatten einen Sandbogenwettbewerb abgehalten und jemand hat einen goldenen Pfannenwender als Spitze oben drauf gesteckt. Wenn ich ein Schloss hätte, würde ich es Schloss Bürgerstein nennen. Und jeden Montag gäbe es Sonderangebote in der Bäckerei von Schloss Bürgerstein. Der goldene Pfannenwender? Oh, an der Spitze der Sandburg, genau. Da müsste ich leicht hinkommen. Vielleicht solltest du es dir selbst mal ansehen. Machen wir doch. Also die Kanone hat... Warte mal kurz. Geschenke öffnen ist klasse. Machen wir das mal kurz hin. Hier ist einer. Da oben ist eine komische Kiste. Warte mal, schnell weiter. Ja. Wollt ihr mich flachsen? Warum die Nummer? Lass mich raten, ich hänge jetzt wieder an dem anderen Checkpoint oder was? Oder muss ich jetzt nochmal zu dem. Hab ich. Okay. So. Es glänzt. Das ist aber nicht schlimm. Wasser steigt, muss zu hören.
Gelände! Ja, natürlich musst du das. Das ist das Problem, wenn das alles auf einmal anfällt. Na gut, dann ist hier mein Checkpoint. Doch nichts über den Geruch von Blasen am Morgen. Das riecht nach Sinn. Hey. Bist du rüber, oder was? Wie weit geht denn der Wasserspiegel da an? Das ist die große Frage. Geht das komplett unter Wasser? Was weiß ich aber schon. Also wenn das wirklich, dann ist das wirklich arschknapp gezogen. Okay. Da ganz hoch können wir nicht. Okay. Ich habe noch nicht mal die Zeit, mich drüber mal anzugucken, alles, ja? Schatz. Wir können hier schön ein Wimmchen fahren, aber wir haben noch nicht mal die Zeit dafür. Ja, war mir fast klar, das war dann in dem Moment, wo wir den Checkpoint hätten haben können, hätte dann nochmal verreckt. Okay, es war so schlimm ist es gar nicht. Man muss es halt nur wissen, wie es geht. So, Mann. Tschüss. Total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Ja, muss es aber erstmal wissen. Gut, der Wasserspiegel steigt also nicht weiter. Alle Neune! Ja, den krieg ich jetzt nicht so schnell. Klappe. Ja, Glück gehabt. Aber sowas war gerade Glück gehabt. So, noch was? Ich musste also hoch. Wie viele Zeit? Vor allem habe ich ja nicht so viel Zeit. Ich wusste jetzt, bis der so ein Drachen ja Feuer gemacht hat, dann kann ich mich wieder rüber. Naja, ich hab's geschafft. So, Mister, ich. Oh, wir haben einen Checkpoint! Oh, wir haben einen weiteren Checkpoint! Komm ich da hoch? Nee, komm ich nicht hoch. Schade. Wäre ja zu einfach geworden. Warte mal. Was muss ich machen? Darüber oder was? Ja, natürlich, ja. Kiste. Regen, gehe fort! So. Schnitzer. So. Oh. Eieieiei. Klappe, das schaffst du schon gar nicht mehr. Deine Regenwolke lässt sich im Wohlgefallen aus. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie. Ach, ich meine, da unten war eine. Da war eine Dings, ne? Da unten war eine Wurzelstelle oder was? Hat das einen Sinn? Das hat. Ach, du großer Schinken. Wir haben verstanden. Warum ist denn da jetzt schon wieder eine Dings? Wir können ja wahrscheinlich aufs Handy wechseln, oder? Wir müssen wahrscheinlich. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So. Okay, wir müssen da ran.
Brauchen wir gar nicht rüber zu gehen. Wir haben nämlich das Ding. Aber wir haben den Pfannenwender. Ja! Und dann können wir weiter. Wir müssen weitermachen. Aber gut. So viel brauchen wir nicht zu wollen. Das heißt, wir machen weiter rüber. Doch nichts über den Geruch von Seifen. Und wir müssen wahrscheinlich jetzt irgendwas bezahlen oder was? Oder kommen wir jetzt so rüber? Bäreshöhle, ja, das machen wir doch. Hallo Gary, was gibt's? Miau. Im Ernst? Paris hat sich einen neuen Pullover gekauft? Oh, er ist ja so verrückt. Miau. Und am Ende dieser Höhle befindet sich ein goldener Pfannenwender. Wow! Cool. Gut, diese komische Höhle, die erkunden wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Und ich glaube, da heißt es wieder irgendein Charakter weg. Warte mal, schon was Näheres jetzt mit dem Club. Was hat das denn jetzt für welchen Charakter gemacht? Ah, Patrick, okay. Das hat bestimmt irgendeinen Sinn. Warte mal. Jetzt muss ich überlegen, noch was. Darüber kommen wir. Okay, das steigt und sinkt ein bisschen. Gut, aber wir machen trotzdem jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bye, let's play SpongeBob.